früh am Morgen und ich laufe happy und quietsch für dir durch mein geliebtes Schweizer Ländli. Überall grün, friedlich. Kühe, die grasen, eine immense Weite und eine gewaltige Ruhe. Dann klopft so ein grusiges, giftiges Geräusch aus einem Kanonenrohr. Okay, denke ich. Eine Schiessübung. Eine vorsorgliche Massnahme, wo die Ruhe brutal durchbrochen hat. Und natürlich werden wir in Bilder wach. Bilder von Orten, wo nicht mehr geübt wird, sondern wo der Ton für der Elend, Tod und Zerstörung bringt. Und ich frage mich, muss das sein? Brauchen wir das wirklich? Muss das sein? Wir könnten Vorbild sein, die ganze Welt würde das verstehen. Dass die Schmied aus vielen noch richtig gut geht, zeigt, dass Frieden mit Frieden anfängt. Ich denke, es ist ein Trugschluss, wenn unsere Landesführer auf die Karte setzen, dass Aufrüstung eine Vorsorge für den Weltfrieden sein soll. Muss das sein? Wir könnten Vorbild sein. Die ganze Welt würde das verstehen. Dass die Schweiz aus vielen noch richtig gut geht, zeigt, dass Frieden